Hi Leute, was geht? Mein Name ist Joel und ich begrüße euch alle herzlich zu einem neuen Video. Im heutigen und in den folgenden Videos habe ich mir was ganz Spezielles für euch ausgedacht. Und zwar wird es ja momentan ein Stückchen kälter draußen. Wir haben durchschnittlich 14 Grad und es ist oft am Regnen. Und jeder ist momentan auf der Suche nach einer coolen Übergangsjacke oder auch schon nach einer coolen Winterjacke. Daher habe ich mir gedacht, wir machen ein dreiteiliges Video, wo ich euch verschiedene Übergangs- bzw. Winterjacken vorstelle. Das Ganze werde ich dann nach der Art der Jacke gliedern und euch verschiedene Shops zeigen, wo es dann coole Modelle gibt. Im heutigen Video schauen wir uns den Trenchcoat an, wie ihr diesen stylt und woher, also aus welchen Online-Shops ihr coole Modelle bekommt. Das verrate ich euch im heutigen Video. In den folgenden Videos machen wir dann weiter mit Pufferjacken und mit Mänteln. Ich würde wieder sagen, wir haben genug gelabert und wir fangen direkt mal an. Der Trenchcoat ist eine Übergangsjacke, die ich wirklich jedem jungen Erwachsenen empfehlen kann, weil diese Übergangsjacke kommt niemals aus dem Trend. Das klassischste Beispiel ist das von Burberry, der Burberry Trenchcoat. Den könnt ihr beispielsweise heute holen für 1500, 1800 Euro und wenn ihr Kinder habt, könnt ihr diesen Trenchcoat beispielsweise an eure Kinder vererben und die könnten den immer noch anziehen, weil, wie gesagt, den gibt es schon seit bestimmt 100 Jahren, wenn nicht sogar noch länger und er ist immer noch zeitgemäß und immer noch modern. Daher macht ihr nichts falsch, wenn ihr euch einen Trenchcoat mal kauft. Wir schauen uns im heutigen Video jetzt aber keine Burberry Trenchcoats an, weil das wahrscheinlich den Preisrahmen von den meisten hier sprengen wird und auch meinen Preisrahmen sprengen wird. Wir schauen uns heute Trenchcoats von den Online-Shops ASOS, Mango, Amazon, Uniqlo und Zara an. Ich selber besitze einen Trenchcoat von Uniqlo. Ich bin eigentlich relativ zufrieden mit dem Trenchcoat. Er besteht aus Nylon, hat so einen leichten Knittereffekt und ist wasserabweisend. Ich style das Ganze in zwei unterschiedlichen Varianten. Einmal in so einem ein bisschen schickere Variante und ein bisschen klassischer Variante. Mit einem blauen Hemd und mit einer schwarzen Hose trage ich das Ganze sehr gerne und mit einer Tasche. Das sieht ja sehr schlicht aus, sehr klassisch, aber ihr könnt das Ganze auch ein bisschen lockerer stylen, beispielsweise mit einem schwarzen Hoodie und mit einer schwarzen Hose. Dadurch legt ihr den Fokus auf die Jacke, weil die Jacke einen anderen Farbton hat als euer Main Outfit, also als der Hoodie und als die Hose. Das Ganze sieht auch noch zudem lockerer aus, wegen dem Hoodie, der dann mit der Kapuze rausguckt. Und das Ganze könnt ihr natürlich auch sehr gut im Alltag tragen. Den ersten Online-Shop, den ich nach coolen Trenchcoats durchsucht habe, ist ASOS. Den ersten Trenchcoat, den ich für euch rausgesucht habe, ist dieser schwarze Trenchcoat mit einem weißen gesteppten Innenfutter. Der ist sehr ähnlich zu meinem von Uniqlo, halt nur in einer anderen Farbe. Was ich cool an diesem Trenchcoat finde, ist, dass er halt ganz schlicht ist. Er hat Druckknöpfe, also das heißt, man sieht die Knöpfe gar nicht richtig, wenn ihr damit rumläuft. Ihr könnt diesen Trenchcoat natürlich auch ganz klassisch stylen, aber auch so ein bisschen lockerer. Preislich liegt der Trenchcoat bei 76 Euro. Meistens bekommt ihr sogar noch bei ASOS irgendwelche Rabatte. Da würde ich auf jeden Fall noch mal vorher nachschauen. Und wer auf so einen ganz klassischen Trenchcoat steht, wo jetzt nicht viel dran ist, der aus Polyester besteht, wasserabweisend ist und so einen Knittereffekt hat, für den ist dieser Trenchcoat auf jeden Fall gut geeignet. Der zweite Trenchcoat kommt eher an so einen Burberry-Stil dran, weil das ist halt eher ein sehr klassischer Trenchcoat mit einem breiten Kragen, zwei Reihen Knopfleisten, also ein zweireihiger Trenchcoat. Ihr habt so einen Taillengürtel noch dazu und der Trenchcoat geht insgesamt bis zur Mitte von euren Oberschenkeln. Das verleiht dem Trenchcoat ja eher so einen jugendlicheren Look, finde ich. Also so Trenchcoats, die immer so bis zur Hälfte gehen oder generell Mäntel, die so bis zur Hälfte von euren Oberschenkeln gehen, sehen meiner Meinung nach immer noch sehr jugendlich aus. Alles bis zu den Knien bzw. bis unter den Knien sieht schon sehr erwachsen und gehoben aus. Dieser Trenchcoat liegt insgesamt bei 75 Euro. Ich empfehle euch wieder natürlich nach Coupons zu suchen, damit ihr den Trenchcoat günstiger bekommt. Er besteht aus 100% Baumwolle, also ist nicht so knitteranfällig wie der Trenchcoat davor, ist aber trotzdem noch wasserabweisend. Falls ihr jetzt sagt, ihr mögt diesen Beige-Ton bei diesen Trenchcoats nicht, habe ich euch noch genau das gleiche Modell in so einem Grauton rausgesucht. Sieht meiner Meinung nach auch sehr schön aus. Ist ein krasser Eye-Catcher, weil man das nicht so häufig sieht. Also so Trenchcoats in so einem Stone-Ton. Kostet, glaube ich, nur 1 Euro mehr, ist ebenfalls aus 100% Baumwolle, ebenfalls wasserabweisend und nicht so knitteranfällig. Wie gesagt, guckt da nach Couponcodes, damit ihr dieses Ding günstiger bekommt. Und wir machen jetzt mal weiter mit einem anderen Trenchcoat. Vorhin habe ich ja ein bisschen was erwähnt von jugendlich und ein bisschen gehobener bzw. älter. Bei diesem Trenchcoat, wie ihr schon sehen könnt, geht er bis über den Knien bzw. bis zu den Knien. Und ich finde, das sieht nochmal ein Stückchen erwachsener aus.
als Trenchcoats, die nur bis zur Hälfte gehen. Das ist aber natürlich auch Geschmackssache. Beispielsweise, wenn ihr schon relativ klein seid, würde ich euch nicht empfehlen, einen sehr langen Trenchcoat zu holen, weil das macht euch nochmal ein Stückchen größer. Ich würde so eine Richtlinie empfehlen von 1,70 m. Also wenn ihr so 1,70 m oder unter 1,70 m seid, würde ich euch nicht empfehlen, einen längeren Trenchcoat zu holen, weil wie gesagt, das macht euch ein Stückchen kleiner. Dieser Trenchcoat kommt ebenfalls an diesen Burberry-Stil dran. Also ihr habt zwei Knopfreihen, ihr habt einen Taillengürtel, ihr habt einen breiten Kragen. Dieser Trenchcoat besteht ebenfalls aus 100% Baumwolle, ist wasserabweisend und kostet, glaube ich, aktuell 82 Euro. Falls ihr den Stil, aber die Materialzusammensetzung von den vorherigen Trenchcoats nicht feiert, habe ich für euch einen Trenchcoat rausgesucht aus Amazon. Und zwar besteht dieser Trenchcoat aus Nylon und Baumwolle. Also ihr habt diesen leichten Knittereffekt, ist vom Stil sehr ähnlich zu den vorherigen, aber hat halt nicht dieses feste, schwere Material. Ihr habt hier wieder zwei Knopfreihen, aber diesmal habt ihr keinen Taillengürtel. Die einen mögen halt keinen Gürtel, die anderen schon. Falls ihr keinen Taillengürtel mögt, könnt ihr bei den anderen den Taillengürtel abnehmen. Oder wie hier bei diesem Trenchcoat habt ihr erst gar keinen vorhanden. Diesen Trenchcoat bekommt ihr für 90 Euro und den gibt es in zwei Farben, einmal in beige und einmal in dunkelblau. Weiter geht's mit den Trenchcoats von Mango Man. Die haben wirklich sehr schöne Trenchcoats. Ich habe die auch schon live gesehen im Laden. Die waren alle sehr hochwertig und da sind mir zwei Trenchcoats besonders aufgefallen. Einmal dieser Trenchcoat hier ist wieder so ein ganz klassisches Design, wieder mit einem Taillengürtel, breiter Kragen. Ihr habt halt so eine Schulterapplikation. Kostet 130 Euro, gibt es in drei verschiedenen Farben. Einmal beige, einmal blau und ich glaube einmal schwarz. Der Trenchcoat besteht aus einem Polyester-Baumwollmix, ist also perfekt für Leute geeignet, die diesen Knittereffekt nicht haben möchten, aber auch nicht einen Trenchcoat haben möchten, der beispielsweise viel zu schwer und viel zu steif ist. Ebenfalls habe ich bei Mango Man einen Trenchcoat gefunden, der meinem sehr ähnlich ist. Diesen bekommt ihr für 80 Euro in der Farbe beige. Dieser Trenchcoat ist sehr schlicht, also da habt ihr nicht viel dran. Ihr habt keinen Taillengürtel, ihr habt keinen breiten Kragen, ihr habt irgendwelche Schulterapplikationen nicht. Wie gesagt, er ist halt sehr schlicht, gerade geschnitten, eine Knopfleiste, hat ebenfalls diesen Knittereffekt und den habe ich auch schon in echt gesehen und ist meiner Meinung nach sehr hochwertig von den Materialien. Ich habe mich natürlich auch auf Uniqlo umgeschaut und habe dort einen sehr schönen Trenchcoat gefunden. Vor allen Dingen finde ich die Farbe hier sehr besonders. Das sieht aus nach einem ja, so Olivton, aber auf der Internetseite wurde es als Braunton angegeben. Das ist auch eher ein sehr klassischer Trenchcoat, also sehr schlicht. Dort habt ihr wahrscheinlich auch einen Knittereffekt. Ihr habt da nicht sehr viele Details dran, also ihr habt keinen Taillengürtel, ihr habt keinen breiten Kragen. Ist auch aus so einem Polyester-Mix, kostet aktuell 90 Euro und gibt in den Farben ja Oliv oder Braun oder halt auch nochmal so einen Dunkelblau-Ton. Und der letzte Trenchcoat für heute kommt aus dem Online-Shop Zara. Dort habe ich ebenfalls wieder eine coole Farbe entdeckt und zwar einen Braunton. Was ich auch noch cool finde an diesem Trenchcoat ist diese Knopfleiste, die versteckt ist und die Taschen. Das ist nochmal so ein kleiner Eyecatcher. Kostet allerdings 130 Euro, was ich schon ziemlich teuer finde für Zara. Und er besteht aus dem Material Nylon, was natürlich auch nochmal diesen Knittereffekt mit sich führt. Also falls ihr das nicht mögt, ist dieser Trenchcoat auf jeden Fall nichts für euch. Das war's auch schon mit dem Video. Ich habe natürlich wie immer alle Produkte unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also falls heute ein Produkt für euch dabei war, klickt euch da mal am besten durch. Und falls euch das Video gefallen hat, vergesst auf jeden Fall nicht einen Daumen nach oben und ein Abo dazulassen. Nächste Woche machen wir hier auf meinem Kanal weiter mit Pufferjacken. Ich werde euch dann hier auf meinem Channel zeigen, wie ihr Pufferjacken stylen könnt und euch Top-Pufferjacken aus verschiedenen Online-Shops vorstellen. Also falls ihr noch Winterjacken braucht, vergesst auf jeden Fall nicht einzuschalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin, ciao, ciao.